Und somit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Let's Play Plague. Und zwar bei den Szenarien in der letzten Folge hatten wir einen unbekannten Ursprung. Heute geht's weiter mit der Eiszeit. Und zwar, Veränderungen der Sonne verringern die Menge der von ihr abgegebenen Strahlung, was eine kleine Eiszeit bewirkt und die globale Oberflächentemperatur um mehr als 5% abkühlt. Das wiederum führt zu durch die Klimaveränderung ausgelösten Ereignissen. Friert die Hölle zu? Ob die Hölle zufriert, fragst du mich? Und wir können wieder wählen, tatsächlich. Krass, krass, krass. Wir können also wieder wählen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir wieder den Parasiten, den Pilz, ich weiß es nicht. Virus nehme ich nicht, das ist wahrscheinlich zu schwer. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir nochmal die Bakterie, finde ich eigentlich ganz geil. Dann können wir die Einstellungen so beibehalten. Das Ganze bleibt auf normal. Bakterius nehmen wir natürlich jetzt nicht. Wir nennen das Isos Maximus oder so. Keine Ahnung, ey. So, willkommen zum Szenario Eiszeit. Deine Wahl, Bakterie, um zu gewinnen, musst du... Ja, ja, das wissen wir ja. Startgebiet wählen. Gut, wir nehmen natürlich Saudi-Arabien. Aber was hat es jetzt mit der Eiszeit auf sich? Was ist es hier anders? Ich verstehe es noch nicht. Gibt es hier denn was anderes überhaupt? Das ist die Eiszeit, oder was? Aha. Ich glaube, das erschwert... Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist mit der Eiszeit. Saubere Billigenergie entdeckt. Aha, warte mal. Grünes Technologieunternehmen behauptet, eine Energiestation entwickelt zu haben, die nur durch Lachen und Freude betrieben wird. Berichte über Ölfässer wurden dementiert. Aha, aha, aha. Was ich denke, was das hier genau ist, also ich glaube, dass, ja, wie soll ich sagen? Die Temperatur ist ein bisschen angepasst worden. Wahrscheinlich müssen wir da echt ein bisschen gucken, dass wir Widerstand gegen Kälte entwickeln. Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, eigentlich für mich ist es ein normaler Spielverlauf jetzt. So, wenn du Bakterien jetzt spielen würdest, oder? Ich kann es euch gerade echt nicht sagen. Also, egal, wir gucken es uns an. Ich lasse mich überraschen, was hier noch passieren wird. Wir haben auf jeden Fall schon mal Hunderte infiziert. Das erfreut doch unser kleines Herzchen, oder? Da war noch ein bisschen Übertragung hier auf Wasserebene. Ich weiß nicht, was hat denn das mit der Eiszeit auf sich? Kommt jetzt die Eiszeit eingebrochen, oder was? Naja, dann machen wir vorsichtshalber schon mal einen Eispunkt rein. Damit wir hier nicht, ja, wie soll ich sagen? Von der Landfläche verschwinden. Na gut, ich bin noch gar nicht voreingenommen. Ich lasse mich irgendwie überraschen jetzt. Vielleicht wird es ja noch so gegen Ende irgendwas oder so. Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall, ja, was können wir denn hier noch nehmen? Mücken sind eigentlich auch ganz gut. In heißen Klimazonen. Das Ding ist, die heißen Klimazonen, die gibt es ja nicht anscheinend. Also die gibt es schon, aber die sind halt stark reduziert. Beziehungsweise halt stark abgekühlt. Ich denke mal nicht, dass Mücken da jetzt in diesem Szenario sinnvoll sind. Oder ich täusche mich einfach. Es kann auch sein, dass ich das hier ein bisschen falsch interpretiere. Aber ich glaube nicht, dass ich so falsch liege. Ich weiß es ehrlich gesagt. So, das Gute ist, es geht auf jeden Fall vorwärts. Das heißt, wir machen anscheinend alles richtig. Und dementsprechend würde ich sagen, dass wir den Sieg davon tragen werden. Arznei in Deutschland hemmt Infektion, stimmt. Da müssen wir nämlich auch noch was forschen. Das habe ich ja jetzt auch wieder schon fast vergessen. Aber es geht eigentlich gut los hier, ne? Also, wir haben echt kaum was gemacht. Aber dennoch verteilen wir uns so gut hier über die Welt. Das ist mir eigentlich fast schon zu einfach, Leute. Oh. Hätte ich vielleicht auf Brutal spielen sollen. Wäre vielleicht ein bisschen anspruchsvoller geworden. Aber ganz ehrlich, Leute. Warum nicht mal ein, zwei leichte Folgen? Ich meine, es kommen noch so viele Szenarien. Da wird wahrscheinlich noch die Hölle los sein, glaubt mir. So, wir machen nochmal Klimabedingungen rein hier. Klimaregion weiter verbessert, okay. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich mache das einfach mal rein jetzt. Weil ich mir wegen der Eiszeit nicht sicher bin.
So sind wir wenigstens mal geschützt vor irgendwelchen Klimabedingungen. Das ist schon mal, ja, einmal vorgesorgt habe ich für uns. So, let's go hier. Als nächstes mache ich, denke ich mal, nochmal Luft und Wasser. Und vielleicht, wenn es sich ergibt, nochmal... Luft habe ich schon. Wenn es sich ergibt, nochmal die Vögel kurz rein hier. Ansteckender als die Grippe. Ja, ja, die Grippe. Die Grippe kommt auch jedes Jahr 100 Mal im Monat, habe ich das Gefühl, ne? Stand heute auch wieder in der Zeitung. Grippewelle unterwegs. Da dachte ich mir auch schon wieder... Hä? Gab's nicht letzte Woche schon eine Grippewelle? Kommt jetzt schon wieder eine Grippewelle? Jedes Mal denke ich mir das so. Was ist los? Wo kommen die denn immer her? Unfassbar. Aber da bin ich ja einer der Personen, die zum Glück nicht so schnell angesteckt werden. Ich bin da irgendwie echt immun gegen. Ich weiß nicht. Kollegen alle immer krank, ich topfit. Ja, ist immer schön. Werde ich wenigstens angesteckt, weißt du? Auch gut. So. Ausschlag haben sie bekommen. Ja, das machen wir mal weg hier. Ihr sollt ja nicht an Ausschlag leiden. Wollen wir nicht? Noch nicht. Ah, lieber das Game, Mann. Kannst du so voll deine böse Seite rausholen hier, ey. Hammer nice einfach. So. So, Fest der Liebe in Neuseeland. Ja, cool. Macht mal da unten Party. Kommt euch mal ein bisschen näher. Das erfreut doch unsere Krankheit auch, Mann. Wenn ihr euch ein bisschen näher kommt, ein bisschen kuschelt, da könnt ihr euch ein bisschen die Symptome an die Backe schmieren. Und so. Okay. Russland hat es noch nicht so erwischt hier. Aber ich glaube, es reicht schon symptommäßig. Können wir noch was übertragungsmäßig machen? Nee, eigentlich nicht wirklich. Beziehungsweise, ich brauche nichts mehr. Glaube ich, oder? Sollte eigentlich jetzt von alleine gehen. Kanada ist ja eher ein heißes Land, ne? Mache ich vielleicht noch das, hier. Hitze rein. Zysten! Nee, die wollen wir nicht. Die wollen auch keine Zysten. Die wollen wir nicht. Wir wollen hier nochmal, wo ist es? Na, wir können es immer noch nicht leisten. Mann! Ihr will mir das doch nur leisten können hier, damit es ein bisschen schneller vorangeht hier. Aber wie es ausschaut, wird es wieder eine Mini-Folge. Rätsel bei Olympischen Spielen in Rio. Die Entscheidung um die Verschiebung der Olympischen Spiele in Rio bleibt ein Rätsel. Organisatoren versprechen, dass es bald soweit sei. Bisher wurde aber kein Grund für die Veränderung genannt. Ah, fühlen es die Menschen schon, dass in ihnen was gedeiht? Fühlt man ja auch, ne? Ah, Brexit. Die Abstimmung kommt wieder, okay. Ja, das hat, glaube ich, keine Auswirkungen auf uns, denke ich mal. So diese Events, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass es so eine große Auswirkung hat. So Brexit und so Scheiß und Olympia. Obwohl die Olympischen Spiele wahrscheinlich schon. Da rücken ja einige Menschen zusammen. Und stecken sich ja da halt an. Schlafstörung, nee. Schlafstörung ist, finde ich, nicht so auffällig eigentlich als Symptom. Okay, doch, wenn es natürlich die ganze Welt hat schon. Aber, ja, weiß nicht. Also es wäre auffällig, wenn alle husten würden jetzt, ehrlich gesagt. Wenn so eine Schlafstörung entdeckst du eigentlich ja nicht sofort. Ne, also da denkst du halt, oh, heute konnte ich nicht so gut schlafen, passt, morgen geht's bestimmt besser. So, let's go. Da geht man eigentlich nicht unbedingt zum Arzt. Oh, guckt ihr das? Oh, guck mal, wie... Aha, ich verstehe die Eiszeit, Leute. Guckt euch mal Grönland an. Da geht ja gar nichts. Alter, da geht ja gar nichts. What the heck? Alter, das ist echt krass gerade. Müssen wir vielleicht... Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen das dritte erforschen. Umgebungsbedingte Verhärtung, damit das hier vorwärts geht, wahrscheinlich bei Grönland. Da geht da nichts. Genauso wie bei Island, da geht auch nichts. Okay, verstehe. Natürlich, wenn natürlich 5 Grad. Also,
es natürlich noch 5 Grad kälter ist als sonst da oben, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die Bakterien da absterben, ne? Tsunami verwüstet Mittelamerika, okay. 4000 Tote, krass, Mann. Oh mein Gott, das habe ich jetzt gar nicht... Ich habe gar keine DNS-Punkte mehr, fällt mir gerade auf. Oh, scheiße. Okay, das war vielleicht nicht so geil. Wir spulen mal ein bisschen vor. Aber vielleicht mutiert sie noch öfter. Das wäre eigentlich ganz gut für uns. Bringt jedes Mal 2 Punkte. Vielleicht bekommen wir es auch so hin, Grönland. Ich meine, umso mehr Menschen krank sind, umso schneller geht natürlich die Verbreitung dann auch. Schweres Erdbeben in Schweden. Oder die Umweltkatastrophen machen für uns alles, wie es ausschaut. Okay, okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Könnte das vielleicht unser Fehler gewesen sein, unser Untergang hier? Ah, Mann, ey, Kacke. Das wird sich jetzt richtig ziehen, wenn ich das nicht weiterentwickle. Andererseits habe ich dann keine DNS mehr für Symptome. Das ist echt eine Zweckmühle. Ich meine, Island geht klar, würde ich sagen. Obwohl, wir haben 22 Punkte. Komm, sollen wir es wagen? Das kostet 39 Punkte. Ha. Na gut, das ist schon ein bisschen viel. Oh, wow. Das, ja, kann dauern. Zum Glück hat Grönland nicht so viele Menschen. Aber Island hat wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, ja, 300.000. Ey, das kann dauern. 56. Ah, ich glaube, ja, das war... Ah. Können wir vielleicht hier noch was machen? Na, ja, das bringt alles nichts da bei diesen Gebieten. Das bringt halt alles nichts. Ja, also mehr als abwarten können wir jetzt leider gerade nicht. Außer wir entwickeln die Symptome jetzt schon. Vielleicht haben wir dann doch die Chance, dass sich schneller verbreitet. Aber die Garantie haben wir dazu nicht, das ist das Problem. Gut, ich meine, ich kann weiter DNS-Punkte abgreifen, so ist es nicht. Aber wie lange soll ich bitte schon warten? Ne? Also. Ah, ist echt tricky. Also, wenn man das nicht im Voraus weiß, so. Also, fährt man da schnell drauf rein, würde ich sagen. Krass. Oh mein Gott. Wir müssen das was entwickeln. Wir kommen gar nicht drum herum. Das dauert viel zu lange sonst. 39 Punkte. Schwere Überschwemmung in Angola. Okay. Goddammit. Das Geile ist, es mutiert auch gerade nicht mehr. Na doch, soll ich endlich... Ich weiß nicht, ob ich es drin lassen soll. Aber ich meine, es geht schnell. Was ich jetzt verkacken, ich lasse mal drin. Vielleicht geht es ein bisschen schneller jetzt. Wir wurden nicht mal entdeckt, komischerweise. Okay, lassen wir mal drin. Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, geht es ein bisschen schneller jetzt, oder? Weil es halt Symptome gibt. Symptome sind ja dann noch ansteckender halt für die Übertragung. Also die Übertragung wird dann beschleunigt natürlich. Ist ja eigentlich ganz logisch. Na doch, ein bisschen ist es schneller geworden, oder? Ich glaube, Husten würde das noch viel schneller machen oder so. So Husten oder Schnupfen. 34 Punkte. Ach, Kacke, ey. Das ist echt ein harter Fail für mich gerade. Oh ja, man weiß nie, was kommt in dem Game. Ey, ohne Scheiß, Mann. Oh mein Gott, dammit. Okay, naja. Gut, Leute. Und sonst so, geht's euch gut? Was habt ihr so erlebt heute? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Tag so war. Ich hoffe natürlich nicht allzu schlimm, ja. Oder nicht allzu anstrengend. Ich hoffe natürlich, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich glaube, ich mache das jetzt... Ach, scheiße, noch 2 Punkte, Mann. Durchbruch bei Entzündungsforschung. Wissenschaftler im Verständnis von Entzündungen. Oh mein Gott, die können Krankheit jetzt leichter heilen. Ich baue noch 2 Punkte, dann hätte ich das jetzt. Ich mach das, komm, ich mach das. Ich riskiere es einfach. Ich entwickle das so... Oh, das wird so ein Rip. Ich mach das jetzt rein.
Und dann dürfte es eigentlich vorangehen. Ja, das ist der Trick bei der Sache hier bei Eiszeit. Guck dir das an. Ja, das ist der Trick halt. Ja, das ist es. Oh mein Gott. Ja, jetzt haben wir aber 0 Punkte. Was machen wir denn jetzt? Na gut, 1 Punkt haben wir. Jetzt müssen wir echt warten, bis die Kacke hier mutiert und dann mit Hilfe von... Alter, das wird echt... Das wird mega tricky jetzt. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden, Leute, ehrlich gesagt. Ja, wir haben jetzt alle angesteckt. Jetzt kann es natürlich losgehen, wenn wir Punkte hätten. Husten, naja, gut. Ich kann... Was soll ich machen? Ich muss es drin lassen. Ich habe gar keine andere Wahl gerade. Wieso entdecken die das denn nicht? Ja, 5 Punkte immerhin. Das ist schon mal ein guter Anfang. Also wenn es jedes Mal so 4 Punkte droppt, dann kann ich damit was anfangen, auf jeden Fall. Sag mal, wenn ich das jetzt zurückentwickle, gibt mir das DNS-Punkte? Oh, es gibt mir DNS-Punkte. Das ist sehr geil. Dann entwickeln wir mal alles zurück kurz. Weil das brauchen wir ja eh nicht mehr. Angesteckt haben wir alle. 33 Punkte. Fähigkeiten. Kann man das zurückentwickeln? Ich weiß nicht, ob das... Ich habe das noch nie gemacht, muss ich sagen. So, alles zurückentwickelt. Aber wir können es gerne mal versuchen, ob das geht. Oder ob ich mir da jetzt selber ins Bein geschossen habe. Aber mit 70 Punkten, denke ich, können wir hier gute Symptome forschen. Ja, bis zum Koma runter. Ich hoffe mal, das hat echt keine Auswirkung. Dass wir alles zurückentwickelt haben. Ja, ich glaube nicht, oder? Oh, Leute, wir bekommen das Ruder noch gerissen, ey. Oh mein Gott, ich bin ein Fuchs, Alter. Ich bin einfach ein Fuchs, Mann. Oh, die forschen aber mega schnell. What the heck? Ja. Zerfall, pipapo. Ja, durch Pocken, bla bla bla. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung, Leute. Okay, Wettlauf gegen die Zeit. 25% ist es fertiggestellt hier. Und es rattert durch, es rattert durch. Brasilien ist führend. Ob sich das noch wenden wird, ich weiß es nicht. Wird es die Menschheit schaffen? Ich glaube nicht. Oh, wir sind bei 50% der Forschung. Oh nein. Hemmt die Heilung, alles klar. Und da zerfällt einfach ein Land nach dem anderen. Da haben wir echt Glück gehabt, dass wir diesen Bonus reingemacht haben. Dieses Rückentwicklungsbonus-Dings. Das hat uns echt nochmal den Arsch gerettet, Leute. Ich dachte echt, ich muss das nochmal von vorne machen, die Eiszeit. Oh mein Gott. Ich bin raffiniert teilweise. Ja? Man weiß es, man weiß es nicht. Aber ich bin's. Ach ja. Ich liebe das Game, Mann. So, machen wir noch ein bisschen hier so vorne rein. Dann können sie erstmal die Entwicklung... Oh, das war das Falsche. Naja, egal. Dann können sie die Entwicklung sonst wohin hängen. Ich wollte eigentlich das da machen. 29 Punkte. Ja, das wird ein Sieg auf ganzer Ebene. Also im Prinzip ist dieses Szenario ist im Prinzip dasselbe wie im Hauptspiel Bakterie. Einfach mit dem Unterschied, dass du halt richtig gut auf diese Klimabedingungen eingehen musst, damit du hier Erfolg hast bei den zwei Ländern wie Grönland und Island, da die sehr, sehr kalt sind. Also da es dort sehr, sehr kalt ist, so. Das ist eigentlich der einzige Trick hier bei der Sache. Ansonsten ist es ganz genau dasselbe Szenario wie einfach eine normale Hauptstory von der Bakterie. Also eigentlich ganz easy peasy lemon squeezy. Wenn man es natürlich im Vorhinein nicht weiß oder nicht ahnen kann, ja, kann das am Ende nochmal knifflig werden, wie wir gerade gesehen haben. Aber ich konnte oder wir konnten das Ruder nochmal kurz rumreißen hier, ne? Kurz ins andere Becken schwimmen einfach quasi, ne? Easy. Easy Game, Leute. Ah, das Game macht echt Bock mit euch, Mann. So. Alles klar. Sieg. Isus Maximus hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Bewertung wahrscheinlich nie so gut, aber hey. Okay. Ja, cool. Richtig geil. Das war also die Eiszeit, Leute. In der nächsten Folge kommt gespiegelte Erde. Ich bin gespannt und ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Luzi. Ciao.